Ich glaube, ohne Einmischung gibt es überhaupt gar keine Realität. Insofern würde ich dem Heinrich Böll da total recht geben. Und glücklicherweise sind es ja sehr viele, viele, viele Millionen Menschen, die heutzutage ehrenamtlich oder auch anders engagiert sich in Alltagspolitik, in Alltagsleben einbringen. Und die Wahlen sind nicht mehr das Einzige, mit dem man sich deutlich machen kann. Und die Zivilgesellschaft ist sehr stark geworden. Ich freue mich darüber, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung dazu einen kleinen Beitrag leisten konnte im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus.